Wir werten heute weniger als 1% der Daten aus, die wir haben. Wenn es uns gelingt, in der Zukunft die Daten auszuwerten, dann können wir Logistik verbessern, Energie, Transport, Smart City, diese ganzen Dinge, die jetzt auf uns zukommen. Alles, was digitalisiert oder automatisiert werden kann, das wird. Cisco sagt, 2020 werden über 300 Milliarden Dinge vernetzt. Internet der Dinge, Internet of Things, Internet of Everything. Oder wie GE sagt, das Industrial Internet, Industry 4.0. Hardware, Sensoren. Das wichtige Wort hier, Stichwort ist Making it Intelligent. 2016 zum ersten Mal wird der Wert von Datentransaktionen höher als der sein von fossilen Treibstoffen, Gas und Energie, nämlich ungefähr 7,8 Trillionen Dollar. Die 10 Megatrends, die Sie wirklich kennen sollten und anschauen sollten, Screenification, alles wird zu einer Screen. Ich war vor 4 Wochen in Hongkong, da hatte mein Fahrer im Auto hatte 7 Screens an der Scheibe hängen, ja. Also er hatte definitiv nicht mit mir kommuniziert, das weiß ich nicht, weil er so busy war mit den Screens, aber Facebook und Navigation und vielleicht noch ein kleiner Film, der da läuft. Alles wird zur Screen. Künstliche Intelligenz. Alles das, was wir tun, wird ohne künstliche Intelligenz absolut nutzlos. Wir können auf keinen Fall diese Daten verarbeiten, ohne dass wir solche Software benutzen. Zum Beispiel Suchmaschinen sind in 5 Jahren nutzlos, ne? Weil in 5 Jahren wird die künstliche Intelligenz uns das bringen, was wir brauchen. Wir tippen da nicht mehr ein Sushi in Köln, ja? Sondern ist bereits reserviert. Und ich glaube, wir gehen in dieser Kurve so dramatisch bergauf, wenn wir das alles zusammenzählen, Big Data und Automatisierung, Artificial Intelligence, Internet der Dinge, ganz neue Geschäftsmodelle und ganz neue Herausforderungen. Um die Zukunft richtig zu gestalten, müssen wir schauen, dass wir da das richtige Leadership haben, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, die richtige Ethik haben, die richtigen Grundsätze haben. Was ist der Grundsatz von Business? Gehen wir zu Sokrates zurück. Happiness. Wenn es Ihnen gelingt, diese ganzen Punkte in Ihrer Firma zu integrieren, dann sind Sie in 5 bis 10 Jahren super effizient, super schnell, super billig, super gut. Aber sind Sie noch eine Marke? Vielen Dank fürs Zuhören.